Ja, hallo, ich bin Job. Ja, ich habe Job, aber die Leute sagen Job immer. Job ist mein Familienname. Ja, ich komme aus Mali. Ich bin Mix. Mein Dad ist von Senegal, meine Mutter von Mali. Ja, ich bin 23 Jahre. Ja, danach ich war zurück in mein Land. Ja, da gibt es so viele Probleme. Nicht wie Syrien oder andere, aber gibt Probleme mit den Terroristen und so. Ich bin auch Muslim, aber ich mag nicht so gern. Ich habe gedacht immer, alle Muslim oder so, alle Christen muss gut sein. Denn da alle meine Freunde waren Christen und so, denn ich habe keine Probleme mit den Leuten da. Ich war in Marokko, war auch gut, ich habe da gelaufen. Die sagen mir, ja, kannst du schon hier bleiben und so. Aber trotzdem, ich habe gesagt, nein. Ja, denn danach, ich war auch in Polen. Ich war nur 2 Monate schon da. Ich gehe nach Frankreich. So, wir denken immer. Weil wir sagen immer, ja, Frankreich ist doch gut. Warum wir gehen nicht in Frankreich? Weil wir reden, wir haben die gleiche Sprache schon. Danach ich war in Spanien. Ich habe gesagt, Hollande? Ja, oder Deutschland. Weil immer in Afrika wir hören Deutschland vor Nazis so. Immer in Afrika wir hören so die Nazis, sie haben schlecht gemacht, sie haben so gemacht. Denn ich habe gesagt, ja, warum nicht? Die Leute, die sagen Deutschland ist so, die Nazis so. Wenn ich gehe nicht, ich kenne nicht. Die Deutschen sind geil. Ja, sind sehr gut. Sehr. Denn, ja, einer hat gesagt, komm mit mir. Ich war mit ihm. Ich habe gebracht mir zum Bahnhof. Der hat gekauft Ticket für mich. Da nicht alle machen so, Leute. Denn ich habe gesagt, wow. Ich habe noch nicht gesehen. Da wo war, Spanien, Frankreich, wenn fragst so, die Leute sagen, sie haben Stress so. Die sagen, im Zug, Bus, immer mit Handy. Handy, Handy. Sie schauen nicht die Leute, was sie machen. Aber hier, trotzdem war es sehr gut. War meine erste Meinung hier. Denn ich habe gesagt, wow. Warum ich komme nicht hier früher? Früher. Oh. Danach, ja, ich war in den Asylheim in München. Da auch war gut. Ich war leben in München 3 Monate. 3 Monate. Ich war schon in München, in Kiefergarten. Dann ein Tag, ja, ich oft denke, sie sagen mir, ja, Job, du musst gehen jetzt. Nach Landswehr. Ich habe gesagt, echt? Landswehr? Ja, okay. Okay, ich gehe. Ja, hier wohne ich. Hier ist mein Haus. So kann man sagen. So haben wir einen Garten. So, da haben wir, ja, wohl die Fahrrad so. Ja, ein kleines Bad so. Ja, wir haben die. Ein Zimmer von Kollegen, die sind noch nicht da. Ist da, da haben wir unsere Bahn. Ist jetzt groß, ist jetzt cool. Da ist jetzt cool, ist jetzt groß. Kann man auch hier schlafen. Ja, deswegen, ich habe gesagt, ist es wichtig. Wir machen immer sauber hier. Ich habe gesagt, ja, ist ein Zimmer, weil die Landesamt hat gesagt, ja, hier ist klein, ist kein Zimmer. Ich bin hier, dann ist gut. Ich kann hier ruhig sein, lernen hier. Ist nicht groß, aber passt. Was ich will für mein Leben noch? Ich will auch Model gern. Jetzt ich bin ja schon integriert mit der Mannschaft hier in Landsberg, spielen American Football. Deswegen ich war immer mit Sport. In Mali, ich habe so viel Sport gemacht. Ich war mit Sport immer laufen, ja, 20 Kilometer, 10 Kilometer so. Ja, deswegen, ich habe Sport in meinem Blut. Ja, mit Modell ich mache Spaß.
Ich mache Spaß mit Model. Ja, ich habe hier angefangen mit Model. Ja, früher, ich habe schon gesehen, was machen die Model schon. Deswegen, ich will weitermachen mit Model. Ich bin es so früh, so happy wegen dir. Ich habe gemacht, ja, nur 2 Jahre. Ist 3 Jahre, aber ich habe gemacht 2 Jahre. Architekt. Ja, ich habe nicht fertig gemacht. Deswegen, ich habe nicht die Ausbildung gekommen für mich. Aber Passion. Das Leben ist so. Manchmal wollen wir diese machen. Ja, passt nicht, dann machen wir andere. Vielleicht machst du keinen Spaß mit. Deswegen, wenn man ja arbeiten oder so muss Spaß machen mit der Arbeiten. Deswegen da war gut auch für mich. Da, wenn du gehst da raus die Schule ist da weit. Wir gehen immer hier mit Fahrrad, ja, weil wir gehen immer hier mit Fahrrad. So, da ist meine Schule, ist die Bildungsschule Landsberg hier. Ja, die letzte Jahr, ich habe ja schon viel Deutsch gelernt. Ja, dieses Jahr wir anfangen mit Praktikum. Jetzt ich bin im Krankenhaus hier in Landsberg. Wir machen Praktikum da. Aber Ja, deswegen ich will meine Ausbildung wegen Krankenpflege machen. Ja, ich habe auch schon geprobiert. Ja, finde ich gut, weil in Afrika so meine Mutter und meine Großmutter, sie waren auch Krankenpfleger. Deswegen, ja, ich weiß nicht. Ich finde es echt super, da zu helfen, die Leute immer. Ich weiß nicht von den anderen, ich brauche mittlere Reife wegen Krankenpflege. So hat gesagt meine Lehrer. ja, also, ja, die letzte Jahr, wir waren hier kochen, hier ist die Küche für die Schule. Manchmal, wir haben gekocht von unserem Land, unserer Heimat, so haben wir gekocht. Ja, war echt gut. Der hier in der Schule, ja, mit Holz ist immer geil. Wir haben letztes Jahr so viel gemacht mit Holz. Ja, wir haben so mit, ja, so wir haben gemacht letztes Jahr. Wir haben so letztes Jahr gemacht. Ja, ich finde es nicht schwierig, weil mit Holz man kann alles machen, verschiedene Sachen machen. Mit Holz ist immer schon. Schreiner in Afrika ist auch so. Weil es ist nicht wie hier. Schreiner in Afrika, die brauchen auch keine Ausbildung, manche. Weil sie kennen alles, die machen so schöne Sachen, aber sie waren auch nicht in der Schule. Manche, sie können auch nicht lesen, aber trotzdem, sie machen alles gut. Hier ist die Kfz-Werkstatt. Ich war auch dieses Jahr hier. Ja, wir haben auch so viel Spaß gemacht hier wegen Automechaniker und so. War echt cool. Gibt schon, ja. Ich habe schon mal gesagt, in der Berufsschule gibt alles. Da kannst du alles machen. Schau. Da, jetzt gehen wir in meine Klassenzimmer. Dann schauen wir mal, was geht. Oh, jemand ist da. Ja, weil wir haben jetzt Ferien. In meiner Klasse, ja, ist auch so, haben wir alles. Hier haben wir nicht wie Afrika. In unserer Klasse, wir haben nur Tisch, Stühle, so. Aber hier gibt alles. Da gibt es schon afghanische Leute. Ja, die Leute von Syrien. Sie auch. Ja, haben wir auch. Ja, romanische Leute. Ja, in meiner Klasse sind nicht nur Asylanten, aber Leute, sie wollen auch Deutsch lernen. Ich kenne nur Englisch und Französisch ist meine Muttersprache. Spanisch, ich habe auch gelernt. Denn ich kenne, jetzt ich bin echt froh, weil ich kenne 4 Sprachen. Aber trotzdem, ich habe auch alles hier gelernt in der Berufsschule. Letztes Jahr, dieses Jahr ist unser letztes Jahr in der Berufsschule. Ja, deswegen, dieses Jahr, wir machen immer Donnerstag und Freitag Praktikum. Danach
Montag bis Mittwoch, wir sind in der Schule. Ja, so ist gut. Denn man kann schon etwas lernen. In der Werkstatt oder im Praktikum, man kann schon immer etwas lernen, was gefällt dir. Ich habe viel gelernt von meiner Mutter und meiner Großmutter. Sie hat mir viel gegeben, denn sie hat immer gesagt mir, Job, Job, überall, wo gehst du, immer gut sein. Immer gut sein. Ich sagte der Mama, ja, Großmutter, ich mach so. Weil sie haben viel gegeben. Denn manchmal ist nicht gleich wie die Deutschen. So. Weil wenn man ist alleine ohne Familie, manchmal ist es auch schwer. Weil manchmal, ja, passiert auch für mich. Ich bin hier in der Klasse, aber trotzdem, mein Kopf ist nicht da, meine Meinung ist nicht da, ist andere. In Landsberg, ich kenne viele, viele, viele Leute. Deswegen Landsberg, ich habe Landsberg in meinem Herz. Denn Leute, immer gut sein. Ich liebe alle Leute. Ich freue mich, wenn ich kennen, lernen, alle Leute in der Welt. Machen Reise überall. Überall. In Asien, Amerika, so, Europa. Ich kenne alle Leute kennenlernen. Weil ich will immer gut sein für die Leute. Ich habe keine Angst vor die Leute. Nur gut sein. Zum Beispiel, ich sage es immer, wenn man geht in ein neues Land, erst ist reden mit den Leuten da. Ja. Integrieren. Das ist die beste Integration, wir sagen. Man muss integrieren. Integrieren ist reden mit den Leuten. Keine Angst haben. Man darf nicht sagen, ja, ich kenne nicht die Sprache, ist schwer. Nein. Trotzdem. Ich sage immer vor meinem Allah, mein Gott. Ich will finden die guten Leute, Gott. Allah, ich will finden, reden immer mit den guten Leuten. Deswegen, ich will immer positiv. Nicht negativ, positiv, ich bin immer positiv. Wenn man kann schon helfen, mach so. Helfen ist nicht, wenn man gibt dir Geld oder so. Helfen ist, wenn man liebt dich, mag dich. Ist egal, woher kommst du? Ist egal, welche Farbe hast du? Weil wir sind alle, ich habe gesagt, alle, gleich vor Gott. Bei uns, wir sagen Allah, weil ich bin Muslim. Aber Allah ist Gott. Allah ist Gott. Wie muss denn so sagen? Wir sind alle gleich. Muslim, Christian, nur gut sein. Alle Religionen muss gut sein in dieser Welt. Weil wir sind alle gleich. Schau mal, Mann. Ich bin nicht dieser kleine Job. Weil die Leute haben nichts gemacht. Dieser Job. Nicht dieser Job, aber die. Ich danke Deutschland immer. Weil die haben gegeben mir diese Opportunity. Denn dieser liegt in meinen Händen. Leg in meine Hand. Hier. Ich muss so nehmen. So nehmen, dann machen alles gut. Mit Motivation immer. Das ist schon. Leute, machen wir so. Weil wir haben nur eine Welt. Diese Welt, die wir haben, ist nur eine. Nur eine Welt. Ist egal. Ist gelbe Leute, schwarze Leute, weiße Leute, rote Leute, egal, Mann. Wir sind in einer Welt.
Eine. Zusammen. Zusammen gut sein. Machen wir so, Leute. Geben wir alle Respekt. Leute, gut sein immer. Helfen, wenn können wir. Nicht warten. Dieser können wir machen heute. Nicht warten vor morgen. Vielen Dank.